Ja, hallo meine lieben Bienenfreunde. Wir sind angekommen im Winter und ja, ich bekomme auch immer wieder die Frage, wie und wann dämme ich meine Bienenkiste und ist es überhaupt notwendig? Dazu möchte ich euch mal einen kleinen Vergleich bringen zu der Aussage, die Bienen heizen im Winter nicht das ganze Haus, sondern eigentlich nur ihr Zimmer, ihre Wohnung. Was meine ich damit? Man kann sich das so vorstellen wie zum Beispiel in einem Schlafzimmer. Wenn du da drinnen nicht heizt, dann ist es im Zimmer an und für sich relativ kalt. Aber du schlafst da nicht ohne Decke drin. Das heißt, du hast eine warme Decke und unter dieser Decke ist für dich natürlich schön warm. Das heißt, deine Körperwärme heizt quasi in dem Bereich innerhalb der Decke und hält dich schön warm. Und bei den Bienen ist es eigentlich ähnlich. Also die Bienen, die ziehen sich ja dann, wenn die Temperaturen langsam Richtung Null klettern, ja immer weiter auch zusammen zu der sogenannten Bienentraube. Und der Chitinpanzer der Bienen, weil sie ja dann wirklich Biene auf Biene, der sorgt dafür, also der ist dann so wie diese Decke, die dich warm hält im Schlafzimmer. Also dieser Chitinpanzer bildet dann eben eine Decke und die Bienen heizen dann quasi im Winter nicht den ganzen Innenraum der Beute oder der Bienenkiste, sondern eben nur den Bereich innerhalb der Bienentraube. Ein weiterer Aspekt ist, dass für die Bienen, fürs Volk wichtig ist, dass sie die Außentemperatur, also so wie es wirklich draußen ist, gut einschätzen können. Weil zum einen ist natürlich wichtig, dass die Bienen aus der Brut rausgehen, sobald es kalt wird, auch für die Winterbehandlung mit Oxalsäure, aber dann eben auch im kommenden Jahr, dass sie auch einschätzen können, wann es auch wieder wärmer wird, damit die Königin hier auch zeitgemäß und nicht zu früh wieder in die Brut gehen kann. Drum ist eigentlich wichtig, die Bienen nicht zu früh zu unterstützen mit einer Dämmung, also in keinem Fall jetzt noch im heurigen Jahr, sondern wenn man die Bienen unterstützen möchte mit einer Dämmung, erst ab Mitte Februar im kommenden Jahr. Das heißt konkret, erst wenn das Volk dann im nächsten Jahr langsam wieder in die Brut kommt, kann man, wenn man möchte, ist kein Muss, hier bei der Bienenkiste einfach ja, eine Wärmedämmung auflegen. Und das unterstützt an und für sich die Bienen dabei, dass sie nicht so viel Futter verbrauchen. Weil wärmer wird es deswegen nicht drinnen. Es ist eigentlich nur vom Futterverbrauch her dann Unterstützung. Dann kommen wir zur Frage, wie. Dazu möchte ich empfehlen, und ich bin ja auch immer sehr nachhaltig veranlagt, mal zu schauen, was man zu Hause hat. Am besten geeignet ist eigentlich eine alte Wolldecke. Ich habe da von meiner Oma, ich gebe es jetzt nicht raus, aber ich glaube, ihr könnt das gut sehen. Das ist von meiner Oma so eine Sesselauflage, die aus Wolle ist, 100% Wolle. Und die habe ich einfach zusammengelegt und dann in diesen alten Polsterüberzug rein. Und ja, das könnte man oder würde ich zum Beispiel jetzt zur Wärmedämmung ab Mitte Februar empfehlen aufzulegen. So, jetzt zeige ich jetzt ganz kurz den Bereich, eben wo ja, die Wärmedämmung dann aufgelegt wird. Dazu gebe ich mal das Dach runter. So, um euch jetzt da genau zu zeigen, wo die Wärmedämmung aufgelegt wird, habe ich jetzt ganz kurz das Dach runtergenommen. Also die Bienen, die wandern ja im Winter, also entlang, also zehren eigentlich, entlang des Honigkranzes nach hinten. Das bedeutet, das Volk geht in die Wintertraube relativ weit vorne und wandert dann eben im Zuge des Winters bis Mitte Februar, Ende Februar sukzessive nach hinten. Man kann sagen, der Brutraum, da sind zwei Nägel, da sieht man das gut, geht eigentlich bis hierher. Da hinten ist dann Honigraum. Das heißt, es reicht an und für sich die Dämmung dann genau hier aufzulegen. Also so, dass sie dann wirklich im hinteren Bereich des Brutraums dann da ist, weil genau da brauchen es dann
die Bienen, wenn sie bis Mitte Februar ungefähr dahin gekommen sind, wie ich vorher schon gesagt habe, heizen sie ja quasi innerhalb der Bienentraube. Und ja, das reicht. Wichtig ist, dass die Dämmung nicht nass wird, also eben dann Wetterschutz wieder drauf und kann man vielleicht auch ab und zu mal kontrollieren. Genau, also so funktioniert das, aber erst im nächsten Jahr, ab Mitte Februar. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht habt, sagt gerne mit der Glocke, dann bekommt ihr immer auch eine Benachrichtigung, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Und sonst wünsche ich euch ja noch eine schöne Adventszeit und ja, hoffe bis bald. Eure Rosi.